So, hallo und herzlich willkommen heute zu einem neuen Video. Und zwar habe ich mir gedacht, ich werde mir mal von den Videos, was ihr so drunter kommentiert, mir mal ein paar Kommentare reinziehen und meine Gedanken mit euch mitteilen. So, dann fangen wir mal an. Gehen wir mal aufs letzte Video, was ich hochgeladen habe. Pause. So, hallo und herzlich willkommen zum neuen Video. Und zwar habe ich mir überlegt, ich werde mal ein paar Kommentare unter den Videos durchlesen und meine Gedanken dazu teilen. Und ja, ich habe gedacht, ich fange mal an. Gehen wir hier mal auf ein Video und gucken, was ihr so kommentiert habt. Pause. Herzlichen Dank für alle Zuschauer, die so fleißig unter meinen Videos kommentieren. Grüße gehen raus. So, also, nachdem ich erstmal ein paar Kommentare suchen musste, habe ich mir ein paar zusammengesucht und lese die jetzt mal vor. Schreibt gerne unter dem Video ein paar Kommentare, wenn ihr im nächsten Video landen wollt und ansonsten halt nicht. So, der nette Dämon Philtex hat geschrieben, warum ist das Video so beliebt, aber trotzdem geil? Gute Frage. Warum ist das Video so beliebt, aber trotzdem geil? Könnte natürlich auf die YouTube-Trends zurückspiegeln, wo die beliebten Videos dann doch relativ scheiße sind, aber gut. So, der nächste Kommentar von Flex Kulex. Ich habe euch gewarnt. Danke. So, der nette Ronny Rostpocke hat geschrieben, dass es auch anders geht, haben wir, denke ich, in der Vergangenheit bewiesen. Damals war nun mal alles besser, als die Mauer noch stand und die Bananen noch teurer waren. Tja. Damals waren die Bananen nicht nur teurer, man muss dafür anstehen und hat vielleicht eine halbe bekommen oder auch keine. Danke für deinen Kommentar. Der nette Zarvo QT hat geschrieben, und warum ist der Reifen vom Motorrad jetzt geplatzt? Wenn ich das wüsste, wäre ich nicht hier. Der liebe Andy Boy, der King, total der Rotz die Scheiße. Total der Rotz die Scheiße. NotRage schreibt, Hilfe, habe eine GTX 1060 und kann nicht aufnehmen. Kauft eine bessere Grafikkarte. Der liebe Simon Hopfner schreibt, Loot tötet. Das kann wohl jeder bestätigen, der schon mal irgendwelche Survival Games gespielt hat, danach den Loot gegeiert hat und wenn man dann Loot hat, wird man getötet. Also stimmt die Aussage. Herzlichen Glückwunsch. Ricky47, die Streams mit Chigo sind die besten. Kann ich dir auch nur zustellen, lieber Ricky. Streams mit Chigo sind die besten. Nur leider ist Chigo nur zu selten dabei. Also, alle mal Chigo anschreiben und sagen, komm öfters in die Streams. So, Vince, perfekt, dank dir. Endlich einer, der nicht nur labert, Abo und Like ist da. So habe ich das gern. Vince, vielen Dank für deinen Support. Grüße gehen raus. Danke für dein Abo und dein Like. Ich laber nicht nur, ich rede auch. Und zwischendurch labere ich auch mal. Aber ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Keine Ahnung, war nur so eine Idee. Ich habe jetzt mal, wie gesagt, ein paar Kommentare rausgesucht und ihr könnt ja gerne in die Kommentare schreiben, was ihr von den Kommentaren haltet. Dann kommentiere ich vielleicht unter euren Kommentaren, die besagen, was die Kommentare besagen. Wie auch immer. Gebt gerne einen Daumen hoch, lasst ein Follow da, schaut auf meinem Livestream vorbei. Twitch.tv, Hangimau Live, Link ist in der Videobeschreibung. Dann sage ich vielen Dank fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal.